Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier von Planet Crafter, von unserem kleinen zarten Planeten, der sich anschickt, grasgrün zu werden. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Aha. Und um die Aussicht zu verschönern, habe ich mal noch ein bisschen was getan. Und zwar, ich habe mal für die verschiedenen Schmetterlingssorten noch ein paar Schmetterlingshäuser gebaut. Also jetzt noch drei dazu. Das so als ein Komplex verbunden. Hier muss ich mal schauen, ob ich das also mit Fenstern mache und hier draußen dann Gras wachsen lasse oder Sträucher oder Bäume in dem Fall. Mal schauen. Aber sie sind erstmal da. Heißt, wir können jetzt Schmetterlinge einsetzen. 6 Stück passen rein, wenn ich mich nicht vertan habe. So. Mal schauen, was wir da im Angebot haben. Also zuallererst natürlich die, die uns wirklich Gewinn bringen. Zum Beispiel die hier. Würde ich in jedes der 3 Häuser einsetzen. Und dann wegen der Artenvielfalt würde ich einfach... Guck mal, die sieht so schön aus. Und... Die sieht so schön aus und die auch. Bringt zwar jetzt nicht viel, aber obwohl die rote 300. Vielleicht muss ich dann doch mal eins bauen. So, dann lasst uns mal einsetzen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich den Weg dorthin finde. Ist ja alles hier. So, hier durch, dann da lang. Oh Gott. Hier sind die drin, hier sind die drin. Ja, hier, wenn ich hier ein Fenster reinmache, sehe ich dann vielleicht eher was. So, dann würde ich sagen, hier noch ein und hier noch ein. Yay, ist das ein schönes Geflatter. Und hier und da. Cool. Und hier. Also wie ich schon mal erwähnte, also hier würde ich liebend gerne einziehen in die Schmetterflatterhäuser. Mal schauen, vielleicht können wir hier Beleuchtung reinsetzen, was das Ganze ein bisschen unterstreicht. Ja, also hier haben wir jetzt ein bisschen was drin. Ich könnte ja mal schauen, wie viel das jetzt letztlich mehr bringt. Insekten 24. Sekunde ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, da haben wir hier, hätte man hier mehr bei den Bienen stecken. Aber sieht halt einfach cool aus. Und die Schmetterlinge können sich frei entfalten. So. Habe ich jetzt noch was angesetzt? Nee. Hier ist mittlerweile so richtig was zusammengekommen. Ein Stoff, was ich nach oben auf den Planeten schicken möchte, auf den anderen Planeten schicken möchte. Und unser Chip ist zurückgekommen, den wir für teuer Geld gekauft haben. Der für die besseren Schränke, der liegt noch im Schrank. Ich habe ihn sozusagen noch nicht angeschaut. Das will ich mit euch gemeinsam machen. Aber erstmal hier noch ein bisschen was davon raus. Ups. Schließlich ist das ja alles was, was mehr oder weniger automatisch produziert wird. So. Können wir mal schauen. Aber wir haben schon 765 jetzt. Ich habe mittendrin nur, ich glaube, eine Rakete hochgeschickt. Weil ich habe auch so mit dem Umbau beschäftigt. Mit dem Hin- und Herfliegen wegen Material etc. Apropos Hin- und Herfliegen Material. Auch das macht jetzt vor gar nicht so langer Zeit plopp. Und es zeigte uns an, Teleporter ist freigeschalten. Man sieht doch, das ist hier. Das geht wie von alleine. Ja. Mal Essen wieder drin. So, muss ich mal schauen, was ich mit dem ganzen Essen dann mache. Aber ich werde das wohl nach oben schicken. Apropos, nach oben schicken und überhaupt. Da. Da ist unser Chip. Das sollte der sein. Neuer Bauplan erhalten, Vorratsschrank Stufe 2. Und da bin ich jetzt mal gespannt bis zum Flitzebogen. Was da kostet und wie der aussieht. Und was da kann. Er braucht 2 Super. Das ist ja super. 2 Super und einmal Leiterplatten. Oh, wir haben nur 2 mal. Ah ja.
Herstellen können wir es auch nicht, also muss ich erstmal sparsam damit umgehen. So. Wir stellen ihn einfach erstmal hierher. Ist der hübsch. Nein. Boah, ist. Das ist ja schlimmer als der Tart ist. Der ist ja von innen viel größer, als er von außen aussieht. Komm, ich nenne das Ding jetzt so. Aha. Oh, ich glaube, das wird der Beginn einer ganz besonderen Freundschaft. So, ich habe noch ein Rollplein einstecken. Ja, ich pack die erstmal hier rein. Also hier sind die seltenen und die ungewöhnlichen und hier die nur noch 15. Hier sammle ich den Stoff immer drinne. Wenn das voll ist, nehme ich es raus und bringe es dann vor. Hier sind noch ein paar Schmetterlingslarven drin. Vielleicht baue ich noch welche. Und hier sind die Baumsamen drin. Also die Aletus, Elgea und was? Humelopa. Da muss ich mal schauen, die Baumverteiler, wann wir die wohin bauen. Ist ja so viel. So. Und jetzt lasst uns mal den Teleporter anschauen. Also unter Index 74, 48 zum Sauerstoff. Bald müssen wir noch nicht mehr drauf fürchten, dass wir ersticken. So. Sauerstoff. Produzieren wir genug. Wärme. Kommt richtig gut. Luftdruck. Biomasse. Wir sind bei 25,9. Das ist eine Menge. 1,3 Kilotonnen Pflanzen. Davon 25, 78 Insekten. Halt, die falsche Taste. Dann lasst uns mal gucken. Teleporter. Teleportiert dich an einen anderen Ort. Da frisst aber Energie. 193. Na gut. Baumverteiler 3. Bei 32. Da würde ich sagen, warte ich mit dem Baumsamen auf den neuen Verteiler. Ist ja nicht mehr so viel. So, bei Sauerstoff 9,31 und bei 155. Heißt noch ein paar Sauerstoffraketen ins Weltall jagen. So, und Erzextraktor 3. Naja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie schaut es denn hier aus? Heizungsstufe 5 bei 8,3. Ist es auch nicht mehr so weit weg. Da können wir richtig den Planeten einheizen. AEM Schmetterlingslarve hatten wir gesehen. Die nächste kommt bei 2 Kilotonnen. Okay. Mutagenstufe 2. Das brauche ich für die Baumraketen. Und kann es noch nicht herstellen. Also, ich muss noch Insekten farmen. Naja, und Tiere ist ja sowieso. Ja. Und in Quatsch, wieder die falsche Taste. Und Insektenfarm ging ja am besten mit hier 9,6, da 18. Ja, unterm Strich ist das alles ein bisschen. Naja. Nur so eine kleine Lachnummer. Wir müssen halt warten. Vielleicht eine Freischaltung oder ein Chip, dass wir noch was bauen können. 9,6 Sekunde. Bei wie vielen Insekten sind wir denn jetzt? Bei 2,5 Kilo pro Sekunde. Und, oh Gott. Ehe wir da bei den Tonnen sind, dauert er noch eine Weile. Gibt es überhaupt Insektenraketen da? Pflanzen? Ja. Beziehungsweise sollten nicht die Bienenhäuser? Quatsch, die. Die bringt er Insekten. 24,2. Und die Frage: Sieht man das, wie viel das ist? Ja, wir haben doch, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir nicht einen Multiplikator gehabt für Insekten, Luftdruck, Pflanzen? Ah, ne, noch Sauerstoff. Mist. Schade. Guck mal, hier haben wir auch noch die zwei. Na ja. Hab dich nicht so, wir haben doch genug Wasser da. Wo habe ich es denn unter Beobachtung? Ja, eigentlicherweise sind wir dann momentan
gar nicht so drauf angewiesen. Geht das schon wieder los? Den da rein und dann schauen wir mal. Lila? Ich bin auf dem Weg. Ach, das ist immer wieder super. Naja. Da muss ich jetzt nicht so hetzen. Die fallen uns von alleine auf den Kopf. Scheppert und gemacht, aber die sind dann so weit im Umkreis. Oh. Ruhe, Stille. Ja. Ja. Aber nicht alle kriegen, ist ja nicht so schlimm. Wenn wir ein paar haben, hilft alles wirtschaften. Wir haben ja jetzt unseren Extraktor. Und wenn wir jetzt einen Teleporter bauen können, können wir uns vielleicht da direkt hin teleportieren. Heißt allerdings, wir werden auch mehr Strom brauchen. Naja. Stillstand ist ja langweilig. So, hier hinten, das funktioniert alles. Hier gibt es jemanden, der ist richtig sauer, dass ich den Samen hierher gebaut habe. Mal schauen. Vielleicht nur, weil ich es kann. Da, was getrunken. Aber die Unterwasserwelt sieht auch so herrlich aus. Hm. Was liegt denn hier? Algen. Liegen hier auf dem Fußboden einfach so. Sind die vom Himmel gefallen? Ja. Na gut. Wir wollen ja heute irgendwas noch schaffen. Ja, zack, rein. Also, hier hinten läuft alles soweit. Kommt die Algen, schmeißen wir mit hier rein. Ja, 196. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber ich finde, die 5000 haben sich echt gelohnt. Nun brauchen wir nur noch ausreichend von den Leiterplatten. Achso, super, wollte ich mal wegpacken, wenn ich noch Platz im Schrank habe. Ja, guckt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. In Alu und dann zack. Überall produziere ich hier super. Dann wäre ja aktuell eher die Frage mit dem Teleporter, ob ich den nicht zum Schwefel bringe, weil da brauchen wir ja durch den vielen Dünger und alles das so viel. Wir können ja mal gucken, was kostet er uns denn? Außer Strom. Wie viel haben wir noch? 900. Wo ist er denn? Naja, könnte man ja zwei bauen. Also wir brauchen ja zwei. Ein hin und ein zurück nehme ich mal an. Anders wird das nicht funktionieren. So, wir brauchen zwei Super. Eins, zwei, haben wir. Zwei Ossis, haben wir. Zwei Zeolit, haben wir. Eins, zwei, drei, vier Quarze und Obsidian. Cool. So, und wo stellen wir denn jetzt am dümmsten hin? Sieht so herrlich schön aus hier im Dunkeln.
Am besten eher Tendenz Lager, oder? Damit wir das Zeug immer klar ablagern können. Oder hier, dass wir immer gleich wissen, wo wir sind. Mal gucken, wie groß der überhaupt ist. Ja. Gut, das hat sich erledigt mit hier vorn. Ja, und das hat sich erledigt. Weil bei der Größe. Da muss ich mir noch einen Teleporterraum bauen. Ja. Mindestens 2 Teleporter erforderlich. Würde ich sagen, dann. Fliegt man mal rüber zum Schwefel und mal gucken, ob man. Wie das funktioniert. Ja, und dann ist das da. Der erste, der zweite von vielen. Zumindest könnte ich den ja als Reiseteleporter immer mithaben. Dann, wenn ich irgendwo hingehe zum Looten oder in eine unbekannte Region, stelle ich den neben unsere Feature und dann passt das. So. Weißt du was? Probieren wir gleich mal hier. Teleporter. So. Cool. So schnell sind wir zu Hause. Hier. Yeah. Oh, Name. Base. Und das sind dann die Koordinaten. Cool. So. Ich nenne den mal Schwefel. Schwefel. Super. Dann kann. Hier ist ja gar kein Schwefel drin. Das schmeiße ich hier schon immer alles raus. Aber jetzt habe ich ja potenziell genug Platz in der Base. Zack. Da kann ich jetzt hier schön aussortieren. Gut, ich mache mal dort leer. Ah, das Schwefellager ist leer geräumt. Ich habe den Teleporter dort stehen lassen und habe Material mit für den nächsten. Haha. Da kriege ich vielleicht mal so ein paar Dinge leer, wo ich sonst immer tonnenweise, ach Quatsch, ich wollte das ja gleich wegbringen, in den Schränken liegen habe. So werde ich die Schränke vielleicht ein für alle mal los. Achso, die ist noch gar nicht wieder zurück. Wie lange braucht denn die noch? Das ist mir zu lang. Das ist mir zu lang. Zumal ich hier gerade an der Base nichts zu tun habe. Wir haben ja den Teleporter dabei. Kann man ja jederzeit wieder nach Hause, wenn ich Hunger oder Durst verspüre. So, haben wir jetzt sonst noch was hier drin? Was man. Ja, die Chips, die gingen ja nicht mehr. Da sind wir ja sozusagen am Ende der Fahnenstange. Dann fliege ich mal ganz kurz darüber, wo wir zuletzt gewesen sind. Ihr wisst, mein Katastrophenörtchen. Dort ist doch definitiv unter Garantie und bestimmt noch eine ganze Menge Zeug im Schrank. Ui, das Licht hier. Und hier ist ja auch der Ex. Den habe ich noch nie wieder leer gemacht. Noch einmal. Weil wir haben so viel Iridium. Nee, hier wollte ich gar nicht rein. Entschuldigung. Falsch abgebogen. Oder? Jetzt bin ich irre. Jetzt bin ich irre. Was war denn das? Hier durch. Irgendwo hier hinten ging es dann nochmal durch. So, hier können wir mal schauen. Aber hier dürfte eigentlich nichts weiter sein, oder? Ja, das ist ein bisschen Firlefanz. Ach da, stimmt ja, es ging ja den Abhang hoch. So, hier hat man ja alles abgekämmt, also hier sollte nichts mehr sein,
Willst du auf eine Kiste? Hallo, Kiste? Und die ist noch mal weg. Wollte gerade sagen. Sehen sie auch noch aus wie eine Kiste. Hat wir nicht gemeinsam hier mal alle Kisten weggemacht? Irgendwas spawnt die nach. Naja. Komm, dann ist es weg. Die seltene nehme ich mir mit. Ja. Zeolit natürlich auch. Weil wir haben ja noch keinen Extraktor dort stehen. Und dann. Hinein. Ja. War das nochmal Zeolit? Ich komme an, die Taschen sind schon voll. Finde ich schon irgendwie sehr wahnsinnig. Ja. War schon überflogen, aber hier hat man jetzt nichts mehr gehabt, oder? Nee. Also die Standardmaterialien war hier nichts mehr. Was zu trinken, zack. Ha, ist noch was zu essen im Schrank. Ach, du Heiliges. Hier. Ja, hier da. Es gab wieder Geld. Ja. Ja. Dann bleibt ja nur noch eins übrig, oder? Auf nach Haus. Durchs Lager. Und schon wieder zurück. Haha. Ja. Gut, das sind so Standardmaterialien. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht zwingend. Aber was ich machen werde, ich werde jetzt hier mal noch ein paar Action absuchen, weil wir sind ja hier rum. Komm mal mit, mein Freund. Meine Zweifels- oder Verzweiflungshöhle. Nur noch mal schauen, dass wir da nichts vergessen hatten. Doch, die hat man abgearbeitet. Ja, komm mit. Was ich nur nicht weiß, ist, ob wir jetzt hier drüben noch mal her müssen. Also lasse ich die erstmal stehen. Die Grundhütte. Und noch ein bisschen Eisen. Komm, zack. So. Was haben wir denn? Silizium für die Tür. Hast du das jetzt mitgenommen? Ja. Fehlt noch zwei Eisen. Nummer 1 und Nummer. Komm, ein Eisen. Liegt so überall rum. Da. Nö. Da. Ja. Hier sind wir ja rumgesaust. Als wir hier hinten bei den Wächtern zu Besuch waren. So, hier ist das nochmal machen. Hier waren wir gewesen. Hier hat man alles weg. So, dann wollte ich in die Richtung. Hier ging es halt zu den Wächtern. Zack. Das Schöne ist jetzt mit der Gewissheit, dass man jederzeit wieder nach Hause kann. Ist das schon beruhigend? Die alle wüssten, dass ich Höhenangst habe.
Oder bekomme. Ja, hier war da irgendwo der Eingang zu den Wächtern, oder? Mal Licht anmachen, aber. Tja, die kleine Funzel. Mal schauen, wann wir die anderen Kristalle finden. Ja, hier nicht, da nicht, dort nicht. Ist auch noch was. Ist noch eine Kiste, hier waren wir noch nicht. Dann. Dann ist das doch der beste Platz. So, dann können wir gleich mal hier den Teleporter aufbauen. Das war der falsche. Da. So geht's natürlich auch. So, passt mal auf, ich drop das mal jetzt. Mal einfach mal kreuz da quer. Mutagen. Ich brauche auch Mutagen 2. Wir haben hier 2. Finden wir noch ein Eisen? 1. Also ich denke, Pupse dunkel hier. Da ist Lithium, da ist noch ein Eisen. In dem Dunkeln möchte ich hier nicht rumrennen. Ups, wo ist der Eingang? Da ist er. Ja. Ein Schrank. Toll. Vorbei, ja. Prima. So. Aber es wird doch schon langsam wieder hell draußen. Aber was wir machen können, wir können in der Zeit mal hier gucken. Wie selten habe ich gesagt, nehme ich mit. Den Rest habe ich auf Lager. Komm, gucken wir mal hier rein. Gut, dann geht's ja weiter. Wenn das nichts ist. Was abzubauen? Nee. Schade. Eine Höhle. Guck mal hier. Lesen mal. Ich werde alles tun, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zum Bau einer Stadtrampe zu finden. Die Stürme sind in letzter Zeit seltener geworden. Ich muss einen großen Meteoritenkrater finden, um die Stadtrampe auf dessen Boden zu bauen, damit sie vor dem Wind geschützt ist. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich verlasse diesen Unterschlupf einmal mehr, in der Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Ach, ist es der Krater, in dem wir gewesen sind? Ja, mal gucken. Naja. Kurz hoch und wieder raus. Da. Ja. Bin ich ja gespannt, ob wir noch einen zweiten Schrank hinkriegen. Ja, kriegen wir. Super. Wollen wir mal umschauen. So. Sieht aus wie Leichenfinger.
Bum, bum. Oh, da unten ist sogar ein See. Vielleicht mal den Weg zum Teleporter markieren sollen. Okay. Was kostet denn uns so ein Markierungsstab? Haben wir keinen mehr gebaut? Alu Silicity. Mhm. Jetzt. Wo ich es gebrauchen könnte, habe ich bestimmt nirgendwo Aluminium. Nee. Na gut. Dann muss es so gehen. Bin ich vor uns lang? So. Hier oben sind wir gekommen. Die Formation, die Felsformation, die sehen so toll aus. Oh, guck mal hier. Ah, ich wusste doch, hier waren wir schon mal irgendwo. Ja, schauen, ob noch hier was drin ist. Zumindest haben wir hier Sauerstoff und was zu essen. Oh, zweimal super und noch eine ganze Menge mehr. Aber ich will jetzt noch was zu essen. Zack. Wasser auch. Komm, das Wasser können wir hier lassen, oder? Jetzt sind wir doch gar nicht so weit weg von unserem Punkt, wo wir gewesen sind. Ich könnte mich jetzt da hochquälen, aber lass uns mal hier gucken, solange wir noch halbwegs die Richtung drin haben, aus der wir gekommen sind. Jupp. Jetzt hier hin. Das ist ja mal eine skurrile Formation. Weiß schon, ich bringe mich schon wieder nur in Schwierigkeiten. Weiß ich, ihr ahnt es auch schon, oder? Also weiß ich, ihr wisst es doch. Wenn ich solche Aktionen mache, dann kann das doch noch schief gehen, oder? Ich liebe es trotzdem. Auch wenn es mich in Schwierigkeiten immer mal wieder bringt. Ich liebe es trotzdem. Aber nun haben wir die Taschen wieder voll. Und wir haben hier so ein Riesental, was entdeckt werden will. Ich denke mal, das wäre doch dann bestimmt was Passendes für morgen, für eine neue Runde. Dann bringe ich erstmal unseren Loot nach Hause. Yep. Going, going, going. Manchmal hüpft er wie so ein Hase. Da. Oh, was. Wenn das bei uns dann auch mal so aussieht. Aber wie gesagt, morgen ist auch noch ein Tag. Ich bringe erstmal unseren Loot nach Hause, weil zwei volle Schränke
War das jetzt hier? Nee. Wieder. Muss mich erstmal wieder zurückfinden. Ich schreie schon wieder um, Loot nach Hause bringen. Okay, hier war das. Dann ging es hier durch. Ah, ungewöhnlich. Na komm, komm mit. Ja. Und hier hinten lang. Und in diesem paradiesischen Action sollte sich jetzt unsere Butze befinden. Genau. Völlig am Puppes der Welt. Uff. So, dann schauen wir mal. Mach ich mal voll. Reise hin und her. Und wir sehen uns dann gleich wieder zu Hause, würde ich sehen, oder? Ja. Ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Oh. Und würde jetzt sozusagen mit Sack und Pack umziehen. Kommst mit? Ich hoffe, wir kriegen alles mit. Ach, der Schrank ist ja noch nicht leer. Na komm, geh auseinander. So, zack, hier raus. Lass uns mal noch gucken, ob es noch irgendwelche Geheimecken gibt, wo sich noch was verstecken könnte. Manchmal gibt es da so kleine Höhlein und Höhlchen und Billetten, wo man von außen gar nicht so wahrnimmt oder von oben. Ja, ich entwickle euch, würde hier genau unten drunter eine Kiste verstecken, eine goldene. Eine ultra goldene. Macht so einen Spaß, in das Wasser einzutauchen. Ja. Fehlt eigentlich nur noch Vogelgezwitscher. Hier ist hier unten nichts, wo wir uns strategisch platzieren. Vom Prinzip her wäre es eigentlich von überall gut. Nicht vor uns von oben. Und da drüben sind wir gekommen. Aber nicht vor uns von. Wo geht's denn hier lang? Hilfe. Nicht runterspringen. Was ist denn der Tümpel? Das ist eine Höhle. Wir haben eine Kiste. Das ein Zeichen ist, ein Chip. Okay. Ich suche ja nur nach einem perfekten Startort für morgen. Noch was zu trinken. Das wäre auch so ein Plätzchen direkt am Wasser. Sparen wir uns den ganzen Quatsch mit der Wasserversorgung. Ja, ich würde sagen hier. Ah, guckt mal da. Fast perfekt. Drüben auf dem Hügel. Wenn er uns lässt, heißt das. Ja. Das dahin. So. Guck mal, den Teleporter können wir doch draußen hinpacken. Müssen wir ja gar nicht nach innen. Warum wollen wir es uns denn so schwer machen? Da. Zack. Gut. Und in die Schränke auch da. Ja. Wenn gleich mal eigentlich nichts in die Schränke packen müsste, sondern gleich nach Hause fliegen könnte. Aber aus reiner Gewohnheit
mit so viel Schränke gebaut. Die Larven lasse ich jetzt liegen. Ja, wenn ich jetzt Aluminium mit hätte, dann könnten wir uns einen Marker hier bauen. Ist da was? Achso, da ist er ja draußen. Also, wir sind doch leer, oder? Aha. Hey, das macht so Spaß jetzt. Kann ich doch rein theoretisch einmal hier abschöpfen. Das. Und jetzt nach Hause fliegen. Wie kriege ich das Schwefel doch immer sozusagen im Vorbeiflug abgewurstelt und muss deshalb nicht extra nochmal los. Ja. Lithium. Das. Lithium ist irgendwie von nach wie vor, von Anfang an das, was am wenigsten bei uns da war. Also von den normalen Grundmaterialien. So, seht ihr? So, wir brauchen ein Alu. Wo ist das Leuchtfeuer? Da. Alu, Silizium, Titan. Das seht ihr. Lithium und ein Titan. Nicht aus der ersten, sondern... Ah. So. Quatsch, war ja hier. So. Und wegen im Monk und so. Am besten noch mit Großbuchstaben. Reise. Ja. Und da die Ecke hier hinten so riesig ist, würde ich sagen, machen wir das als festen Punkt. Und nennen das Oase. So, und die Farbe. Grün. Also so ein schönes Orange. Ja, Orange ist gut. Gut. Die Larven zwingen mich dazu. Die wollen mit. Oder? Na gut, wir haben unseren Platz für morgen gefunden. Von dem aus wir hier die Region erobern. So, hier sind wir. Da können wir mal gucken. Da haben wir hier das große Gebirge. Da die Wasserfälle. Hier eine Uranhöhle. Ja, würde ich sagen, jetzt mal. Ach, guck mal, schön zentral. Na prima. Dann freue ich mich auf morgen. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wie gesagt, oh, und das? Die grüne Larve. Ja, das schon bin ich wieder abgelenkt. Meine Larve. Eure Meinung und Gedanken gerne wieder in die Kommentare. Vielleicht nicht ganz so viel Spoiler, was die Zukunft betrifft. Es ist schön, wenn man Wissen hat, aber so ein kleines bisschen Überraschung wäre vielleicht auch noch in Ordnung für mich. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder hier in diesem Theater. Also dann, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.